Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War, der mittlerweile achten schon. Und ich habe jetzt endlich diese blöde dritte Rune gefunden. Wo die ist, zeige ich euch jetzt aber gleich. Ihr habt die zufällig gesehen, eigentlich genau vor meiner Nase gewesen. Bloß den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus Leute. Und das wäre die erste Rune. Ja, müssen wir ein bisschen höher anhalten. Okay, ein bisschen höher noch. Na. Aber sag mal. Wie hoch muss denn das? So. Aber von hier, ich habe es nämlich schon mal geschafft. Okay. So, dann gleich hier runter. Die andere ist hier oben. Eieiei. Okay. Das dauert noch zu lange. So, schon ist offen. Der war nicht hier oben, diese blöde Rune. Ich habe die nicht gesehen. Gibt es wenigstens was Gescheites? Ein Appel. Sie haben 3 von 3. Okay. Sehr schön. Unsere maximale Gesundheit wurde somit auch erhöht. Und dann schauen wir doch einmal weiter. Okay, hier sind wir voll, die brauchen wir eigentlich nichts. Junge, ich könnte ein Tier da vorne hören. Ein Keiler, ich wusste. Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschweinhaut ist dick. Was? Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Hm. Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Ja, das sah schon ein bisschen komisch aus. Bleib wachsam. Mehr von diesen Leuten? Etwas anderes. 51 brauche ich da, Wahnsinn. Welche Leichen sind diese komischen toten Dinge? Das sieht komisch aus. Ich glaube, dass die jetzt gleich aufwachen hier. Und Draugar sind auch hier. Draugar? In die Hütte reinkommen.
Ganz Haus zusammen. Die sieht komisch aus. Gesicht der Magie 5 von 9. Also ein bisschen was fehlt uns hier noch. Hier geht's nicht weiter. Schauen wir trotzdem noch mal dort hinten hin. Okay, scheint aber nichts mehr zu sein. Dort geht's hoch. Schauen wir hier mal rein. Kiste. Dort wird es auch nochmal hoch. Oder sind wir doch. Ja, da sind wir gekommen. Okay. Scheint so eine Art verlassenes Dorf zu sein. Dorf. So sieht's aus, mein Junge. Da, erst unter der Säule durch. So ein Höllenschwein sein oder sowas. Drunten durch, ja, und das können wir bestimmt hochheben. Da ist es. Ich schaff das. Ellbogen hoch, Hand ruhig, entspannen. Präzision vor Tempo. Ja! Verlieren nicht. Haben sie ein Messer verloren? Das ist nicht gut. Ja, Papa hat schon mitgenommen. Junge? Atreus finden? Oh. Also dem Schwein zu schnell hinterher. Junge! Wo bist du? Ist hier irgendwo, also rein vom akustischen her kommt es aus dieser Richtung. Warte auf mich, Junge! Wie sieht er raus? Boah, der Sound ist heftig. Atreus! Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht, er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier halten, bitte. Halten, er verliert Blut. Der letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld. Ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du,
Der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Gut. Jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. So nah. Fuck. Du bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Er darf nicht sterben. Gut, er scheint fürs Erste stabil zu sein. Greta. Geil gemacht. Hier lang. Die Waldhexe. Muss sie mit dem Schwein hier rumgehen? Da sind nur mehrere Schweine. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Hein der Zuflucht. Bereich entdeckt. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Das war ihr letzter Wunsch. Junge. Das tut mir wirklich leid. Was wiegt denn so ein Schwein? 300 Kilo? 200 Kilo? Wir sind da. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, Millie! Wieder so Schrift. Boah, geil. Schau! Ist schon gut. Cool gemacht. Ah, ja, das ist der Hirsch. Ist der nett? Junge. Es droht keine Gefahr. Versprochen. Ich glaube, dass es eine gute Hexe ist. Er ist harmlos. Schnell. Leg ihn auf den Kreis da. Halt ihn ruhig. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Gut. Ruhig. Ruh dich aus. Das ist ein Zauberschwein. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Was noch? Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Gartenschaumkraut. Oh, erst mal die Hütte auseinandernehmen hier. Das sieht aus wie Gartenschaumkraut. Ah ne, das sind Fische.
Warum hat man hier eigentlich keine Karte? Karte. Das ist nur die normale Karte. Nicht. Ich mag sie. Immerhin wohnt sie unter einer Schildkröte. Du bist zu offen zu ihr. Wir wissen nicht, ob wir ihr trauen können. Sie will uns nicht töten. Noch nicht. Das sind weiße Kräuter hier, ja. Okay. Okay, zu Atreus zurückkehren. Der war doch jetzt gerade noch hier, da vorne ist er. Hilfst du mir? Ich schaffe. Ist nicht allein. Hilft das hier? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Okay, dann gehen wir mal zur Waldhexe. Genau, was ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Lena. Emily. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geil. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Der Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Nehmt einfach das Boot. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation. Und wird euch immer zu euren Zielen führen. Hexenkompass? Okay, jetzt haben wir die Karte, wo ich schon gesucht hatte. Oder das Radar. Bereich entdeckt. Hexenhöhle. Gut, Leute, und wie es in der Hexenhöhle hier weitergeht, das schauen wir uns natürlich in der nächsten Folge an. Also bleibt auf jeden Fall dran, es ist sehr, sehr spannend. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr über Support freuen. Ihr wisst es ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.